Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video, der Julian Tag. Und ich bin's, der Micha. Hallöchen. Wir sind tatsächlich in Duell 3 der Planeswalker Decks zu Ravnica's Treue. Es ist sehr spannend. Ja. Final Matchup. Wir spielen den, du spielst den Domri, also rot-grünes Planeswalker Deck in Grulfarben, der Grulgilde. Und ich spiele den Dovin, Azurius Farbe weiß-blau. Und wir schenken uns hier gar nichts. Ne? Aber natürlich gibt's eben auch im dritten Game wieder eine Verlosung. Und zwar könnt ihr da, wir haben mal tief gekramt, Von Stunde der Vernichtung haben wir noch Ultra Pro-Hüllen gefunden im Eclipse-Style. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr dem Kanal ein Abo gebt, das Video liked und kommentiert, seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Ja. Und jetzt geht es in das ultimative finale Battle. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Okay, so, wir sind in Game 3. Ja. Es steht hart 1-1. Ich habe zuerst gewonnen, danach hast du hart zurückgeschlagen. Jetzt werde ich nochmal den Finalsieg einfahren. Nee. Hoffen wir. Nee. Und cool. Ich möchte gerne mit Azurius anfangen. Wieso? Ich will anfangen. Ja, es ist auch wirklich so, die Decks sind so nah beieinander. Also ich glaube auch wirklich, dass dieses eine Runde zuerst legen oder so, das macht auch wirklich was aus. Weil du dann immer der aktive Spieler bist, ne? Der andere ist dann immer ein Zug dahinter. Oh, hab ich dann. So, und ich halte mal. Ich halte auch. Okay. So, Game 3, Final Match. Es geht mal wieder um alles. Ich fange an, das ist gut. Tatan ist okay. So, jetzt Daumen drücken und go! Also meine Standhand, die ist echt mega gut. Ich kann total viel spielen. Das wird bestimmt ein Sieg. Dann kommt bei mir ein Azurius Gildeneingang. Und du? Dann zieh ich. Ich spiele einen Gildeneingang. Mhm. Und du wirst. Okay. Uhu, Gildeneingang, yay! Concordia Pegasus. Mhm. Und du? 1, 2 fliegend. Ziehe. Spiel ein Gebirge. Mhm. Und spiel Wutbrand. Ja, super. Was macht der? 3 Schaden. Okay, alles klar. Ja. Da bist du. Ja, können wir halt, ne? Können wir. Ja, in Game 3 hat Julian dann schon gecheckt, so die Flieger, die mag er nicht. Ne? Ja, und für den kleinen Pegasus da wegbrennen, das ist doch noch, naja, schade. Die Flügel brennen zuerst und dann der Körper. Dann kommt eine Insel und dann hast du mich tatsächlich gestoppt. Bist du dran? Ja. Ich ziehe eine Karte. Spiel einen Wald. Spiel für 2 Mana den Zurtar Goblin. 2-2 auf Rot. Ja. Aber es gibt ihm den Mark. Gibt es ihm den Mark, damit er 3-3 ist. Kommt also ohne Heile. Okay. Ziehen wir mal. Einfach stärker mal. Stark. Boom. Ich gewinne. Super, auf 4. 3-3 ist der. Mhm. Okay. Ja. Ja, komm, dann rennt er doch mal gegen den Geist der Turmspitzen. Er ist 2-4 fliegend, andere fliegende Kreaturen, du konntest halt plus 0 plus 1. Und bin ich. Top ich Cyanokarte. Ich bin ein Gebirge. Ja. Und für 4 den rasenden Arinyx. 3-3, Aufruhr. Das ist auch Trampelschaden. Ich gebe ihm eine Marke. Das ist jetzt 4-4. Und ich kann ihn noch pumpen. Das hat es nur gegeben für 6 Mana. Und dann bist erstmal du dran. Okay. Boah, da kann man wirklich gut sehen, wie eng das beieinander ist. Ne? Also er legt stark, ich leg stark nach, er legt wieder stark nach. Hast du mich gestoppt? Nein. Ist doch gut. So. Böser Flieger. Oh, da fällt noch schneller mal her. Diese Hand. Das ist lecker. 4 hat der. Ist nicht toll. Trotzdem gleich leid, das ist noch schlimmer. Ist tatsächlich. Ja, super. Bist tatsächlich du dran. Bin ich passiv. Dann topp ich. Zieh eine Karte. Ich spiele einen Wald und 5 Mana. Spiele ich Domri Snodorok, darf mir den Domri Planeswalker raussuchen hier, ne?
aus der Bibliothek. Und der hat 5-2 Trampelschaden und Eile hat er aber nicht, ne? Ja, Eile hat er nicht. Okay, ja gut. Wo ist der Planeswalker? So, pass auf, Ende ist er, am Ende ist er noch ganz, ganz oben. Gott, sieht gut aus. Ja, da läuft ja die richtige Kurve hoch. Okay, hier, Okay, okay. Gut, gut. Muss ich auch noch. Ist ja toll. Was? Zwei Mana Vam, drei Mana Vam, vier Mana Vam, fünf Mana Vam und dann noch ein Planeswalker. Vam, Vam, Vam! Will ich angreifen? Oder mach ich ihn einfach gleich fertig? Weil er hat was auf der Hand. Gib zu, du hast was auf der Hand. Klar, ich hab Spontanzauber auf der Hand. Wieso sagst du das jetzt? Weil ich welche habe. Ich hab mehrere. Also, sonst hätte ich ja was gespielt, ist ja klar. Ist ja nicht, dass ich mit 4 Mana nichts spielen kann. Du. Okay, dann kommt Ende deiner Runde. Einblick der Sphinx, spontan Zauber, ziehe 2 Karten. Mhm. Gut. Puh, also momentan fühle ich mich ein bisschen hinten. Und so 2 Karten ziehen, ne, hilft jetzt auch nicht, wenn da so eine Übermacht liegt. Jetzt muss wirklich bei mir auch was kommen. Dann meine Runde. Du kommst vielleicht die Domri, weißt du? Hm. Und der hat er schon. Bum, bum, bum. Ist verloren. Ebene. 5 Mana haben wir. Das sieht auf jeden Fall besser aus für mich jetzt gerade. Ja, leider. Finde ich gut. Hm. Der hat 3-3, ja. Der hat 4-4, ne? Mhm. Der 5-2. Mhm. Der hat 5-2. Okay. Mhm. Wenn der Spiel kommt, kannst du deinen Kreatur +1/+1 geben, ne? Mhm. Das ist auch nicht schön. Was? Ja. Könnte ich dir was zu? Ja. Sag ich nicht. Ob das kann. Kannst du da lesen? Mhm. Kommt für 4 Mana mal Dovins Automat dazu. Mhm. Der, wenn ich Dovin hätte als Planeswalker, dann hätte er +2/+2 und Wachsamkeit. So hat er, so hat er leider nur 3-3. Mhm. Das, was nicht stark ist, aber kann ich wenigstens ein bisschen blocken. Dann bist du leider. Dann tapp ich. Ziehe eine Karte. Spiel einen Mana. Jetzt kommt die Frage: Spiel ich ihn überhaupt? Keine Ahnung. Ja, die sind alle so stark bei dir, ey. Was? Weißt du was? Hm. Wutbrand. Schießt ihm 3 Schaden. Ja, dann möchte ich mal drauf reagieren und gebe ihm mal +2/+2. Dann hat er bis Ende der Runde 5-5. Ja, das ist gemein. Mit Eifer des Ordnungshüters war das. Ja, ich bin so in dieser reaktiven Rolle, wie man sieht, ne? Aber da habe ich jetzt ja praktisch durch die Verstärkung meiner Kreatur das Sterben der Kreatur verhindern können und sie ist ja praktisch für die Blockeinheit jetzt auch nochmal stärker, ne? Also ich muss wirklich warten, ich kann gerade nicht drücken. Dafür kommt Julian zu hart rüber. Ja. Wenigstens hast du den Zauber jetzt nicht mehr auf der Hand. Jetzt ist der Zauber weg, deiner Zauber weg, ja. Mhm. Aber er ist jetzt immer noch gerade stärker. Er ist jetzt noch immer 5-5, ja. Ja, das ist 5-2 jetzt gerade. Ja, 5-2, ja. Aber dann gebe ich ab. Dann gibst du ab. Okay. Dann lass ich es lieber. Habe ich die Weg schon mal eine Runde aufgehalten. Ja, aber... Ja, jede Runde hilft mir, weil ich muss ja immer ein bisschen Mana aufbauen. Kommt noch eine Insel dabei? Hier habe ich schon mal 6 Mana. So. 6 Mana. Ja, aber das ist alles nicht so prall hier. Bist noch auf 20, ne? Ja, aber ich bin ja mega in der Defense hier. Ich weiß. Du, bei dir kommt gleich der Dovin. Domri. Domri. Entschuldigung. Du spielst Dovin. Der ist 4. Wähle gerade einen Stärker. Ja. Ein bisschen Schaden kann ich mir ja auch erlauben.
Der hat 5-2. Der hat 4-4. Und der hat 3-3. Und der hat 3-3. Dann, ja. Hauen wir mal raus, wa? Bevor du haust. Hemmende Formel. Ich gebe. Ist eigentlich egal. Ich gebe. Das ist der, den du pumpen kannst, ne? Mhm. Ja. Der trampelt auch, ne? Ja, okay. Ja, ja, ich tapp dir ihn mal weg. Mit der hemmenden Formel, Addendum. Ne? Die Kreatur ich minus 4 minus 0, ziehe eine Karte. Addendum, wenn ich das in meiner Runde gespielt habe, tappe die Kreatur. Sie enttappt nicht während des Enttappsegments ihres Beherrschers. Nächsten, ja. Ja, nächsten Enttappsegments ihres Beherrschers, also gleich. Ne? Und dann legen wir direkt mal nach. Für 3 Mana. Um die unzerstörbare Formation. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten unzerstörbare Kapitel bis zum Ende des Zuges. Addendum, falls du die Zauberspruch in der Hauptphase gelegt hast, lege auf jede dieser Kreaturen eine +1/+1 Marke und sie erhalten Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Das heißt, sie tappen nicht beim Angriff. Greifst du noch an? Natürlich greife ich noch an. Ja, ne? Cool. Die sind ja unzerstörbar. Ja, dann kommen die beiden vorbei. Für 3 vorne und 4, also für 7. Nimm ich. Ja, nimm doch. Bin ich auf 13. Schön. Bin ich? Dann bist du. Ja, ich muss hier viele Entscheidungen treffen, wann spiele ich was, auf welche Kreatur und wie genau, auch mal wieder, um da bloß nichts falsch zu machen. Und meine Taktik ist mal wieder, bekämpfe Feuer mit Feuer. Ne? Also einfach Druck aufbauen, damit er ein bisschen Schiss kriegt, mich anzugreifen, damit einfach nicht vielleicht noch mehr Druck von meiner Seite kommt. Das tue ich ihm erstmal ein bisschen weh, ne? Damit er ein bisschen Schiss kriegt. Ja, eigentlich müsste er andersrum spielen. Der tappt tapp nicht. Tappt ich. Sehr. Ich spiele für 6. Das war Domri hier, ne? Überraschend. Der Städteschleifer? Ja. Ja, und dann. Mal gucken, was mache ich denn? Gibt es noch plus 2. Ja. Weil jetzt alles also Kreaturen plus 2 plus 1. Mhm. Das habe ich mir gedacht. Macht das jetzt Sinn, uns zu kaufen? Ich gebe ab. Du gibst ab, das ist doch schön. Huhuhuhu. Ich mach dich sicher fertig. Na, abwarten. Zeit ist ja mein Element, also Zeit hilft mir ja. Dann kann ich ja tatsächlich ein bisschen Druck aufbauen, weil der ist 5-2, der ist 3-3. Er fliegt. Greifen dich beide an. Kommt der Druck von meiner Seite. Für? Ja, der ist 4-4 und der ist 3-5 fliegend. 7. Ja. Auf mich oder auf den Planeswalker? Die gehen einfach auf dich. Nimm ich. Ja, schön. Ich auf 6. Ich spiele jetzt auch wirklich straight, blende seinen Planeswalker komplett aus. Ich will einfach nur ihm Schaden machen, um das Spiel irgendwie möglichst schnell zu Ende zu kriegen, bevor er sich da so massiv aufbaut und ich es nicht mehr drehen kann. Einfach fokussiert drauf. Bin ich? Natürlich nicht.
So. 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Kommt ein Kältebringer. Das sind 3/3 Flieger. Ja. Wenn er ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur einer Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Sie enttappt nicht während des Enttappens, sondern während ihres Beherrschers. Möchte ich gerne ihn weiter getappt halten. Mhm. Der ist übrigens, weil er gibt anderen Fliegen Kreaturen plus 0 plus 1. Das heißt, er hat 4 hinten. Das ist sehr wichtig wegen dem Schadenschießen. Mhm. Genau wie bei dem Concordia Pegasus, der noch kommt. Der ist auch jetzt 1/4 hinten. Fliegend. Bin ich? Dann bist du dran. Ah, eigentlich wollte ich ja gleich mit meinen Kreaturen richtig rüberkommen. Aber jetzt spielt er einen 3-3er und der tappt eine Kreatur vor mir und den tapp ich. Im nächsten Tapp-Segment und dann noch ein 1-3er, der jetzt auch 1-4 ist. Und oh Gott, dagegen komme ich jetzt doch nicht mehr an. Also ich dachte eigentlich, dass ich es schaffe, aber zu stark gelegt. Wie viel Leben hast du noch? 6. Oh, kannst du Flieger blocken? Ja. Oh. 10. Hm. Ich mache in der nächsten Runde 7 Schaden. Gilleneingang. Ja. Wieso kommt der getappt? Echt schlecht jetzt gerade. Ja. Ja, plus 2. Einfach hart alle Chancen ausnutzen hier. Keine Gnade, keine Gnade, keine Gnade. Dann kommt die Bahn an. Ja, wie viel Schaden würden die denn machen? 4, 5, 6, 7, 8 und 10. 10. Warte, gar nicht. Hä? Das laber ich. Doch. Wir haben 10. Beide Versatzversatz, ne? 6 und 4 sind 10. Ja, nehme ich mir. Ja, dann gebe ich dir noch plus 2 plus 0. Das habe ich mir gedacht. Dann würde ich 14 Schaden bekommen. 10, 4 gehe ich auf 6 runter. Da sieht man auch, wie heftig Gruul austeilen kann. 14 Punkte Schaden. Meine Fresse. Aber egal. War's das? Ja. Ja? Ja. Oh. Hm. Also kannst du immer noch keine Flieger blocken, ne? Schon immer noch keine Flieger. Also jetzt muss er so ein bisschen auf die Lücke warten und wirklich hart überlegt gucken, was können wir dann machen. Leg nochmal eine Insel. Ja, und dann greifen dich doch mal, du kannst ja gar nicht blocken. Du wirst keinen Nebel in deinem Deck haben, ne? Der dann, was? Wie, ist mir egal, ich greife mal mit allen an. Hier, dann. Da sagst du es und dann hab ich's. Nein, ich bin. Jetzt hab ich wirklich Schiss gekriegt. Ich hab jetzt wirklich Schiss gekriegt. Hab ich ihn erstmal verarscht. Oh, er hatte so einen Herzschrecken, ne? Ich kann's einfach. Ja, hab ich mir so gedacht. So. Sagst du es? Es gibt ja eine Karte. Ich glaub, die ist sogar im Deck drin. Dass die Kreatur keinen Schaden machen, ne? So, ich guck mal kurz nach. Da hatte ich doch noch wirklich einen kleinen Moment der Angst. Aber letztendlich ist die Strategie aufgegangen. Und wir waren die Tradition. Tradition ist Tradition. Mal wieder ein schönes 2-1. Hurrah! Schon wieder 2-1 verloren. So, also ich hätte noch Tradition gewahrt. 2-1 für Azorius. Aber schwer zu spielen. Ja. Also Gruul ist wirklich heftig und ich habe echt ein bisschen Glück gehabt, dass du einmal nicht angegriffen hast und sonst irgendwas oder so. Weil, ich hatte noch den Du tötest meine Kreaturen ja auch, ne? Also ja, war schön. Ne? Dann üb noch mal ein bisschen mit Magic Arena, dann kannst du Dexter noch ein bisschen spielen und so, ne? Und steiger deine Fähigkeiten, Young Apprentice. Aber jetzt, du hast mich glaube ich letztes Mal hattest du gewonnen, jetzt ja. Hab ich ja wieder Mann. Kurve gekriegt. Alles klar. Ja. Ich fand's toll. Ihr auch? Gebt ein Like. Sind wir raus. Tschüss. Tschüss.